Ja, hallo, wieder willkommen zum neuen Video aus der Werkstatt. Und wie ihr seht, wir haben den Zip auf der Hebebühne stehen. Und zwar ist der jetzt, nachdem er ein Jahr lang bewiesen hat, das ist meine Behauptung, dass der SSL einer der besten Alltagsroller ist. Das stimmt einfach, der ist auch dieses Jahr wieder wunderbar zuverlässig gelaufen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel ich gefahren bin dieses Jahr, aber es waren schon mehrere tausend Kilometer. Ich muss nachgucken, ich blende es euch dann ein. Es hat keine Panne gegeben, an der ich nicht selber schuld gewesen wäre. Ich meine, ich bin einmal liegen geblieben mit leerem Tank, aber da kann der Roller nichts dafür, wenn er von einem Deppen gefahren wird. Und nun gut, er hat eigentlich jetzt dieses Jahr brav getan, was er soll, wie es sein soll. Technisch große Sachen, er hat einen neuen Auspuff gekriegt, weil der andere war halt einfach hinüber. Er ist jetzt einfach aufgrund seiner Laufleistung und weil halt die Saison zu Ende ist, dran für einen Service. Wir haben jetzt 17.700 Kilometer. Sollte eigentlich ein kleiner Service sein. Also einmal Flüssigkeiten wechseln, einmal drüber gucken. Außerdem müssen wir gucken, wir haben zwei, ich sage jetzt mal, richtige Probleme bei ihm. Und zwar zum einen mal ist das hintere Federbein völlig ausgeschlagen. Da brauchen wir Neues. Und der Anlasser funktioniert sporadisch nicht. Das ist ein Kuriosium, das wir bei ihm haben, dass manchmal der Anlasser einfach nicht geht, nur das Relay klickt. Wir hatten ja das berühmt-berüchtigte Katzenvideo, den Anlasser schon mal getauscht gegen ein Gebrauchteil. Ich glaube nicht, dass das der Anlasser ist, weil ein Anlasser, der sporadisch kaputt geht, das gibt es eigentlich nicht. Ich vermute eher, dass hier der klassische Kupferwurm zugeschlagen hat, sprich, dass unten am Hauptständer das Kabel kaputt ist. Das schauen wir uns jetzt deswegen gleich mal als erstes mal an. Wenn wir da jetzt so schauen, dann sieht das hier an der gefährlichen Stelle eigentlich relativ gut aus. Aber wirklich beurteilen kann man das erst, wenn der Kabelbaum draußen ist. Hilft nichts, der Anlasser muss leider schon wieder raus. Was ich jetzt schon mal gefunden habe, was gar nicht gut ist, ist, dass hier der Plusanschluss locker ist. Seht ihr das, wie das hin und her wackelt? Das ist schon mal überhaupt nicht gut. Da haben wir schon mal einen potenziellen Grund für den sporadischen Ausfall. Das ist dann mein Fehler, da hatte ich diese Schraube im Frühjahr nicht richtig festgezogen. Das sowas ist zu 100% Mechanikersache. Das sollte nicht passieren. Aber wir gehen jetzt mal, wo wir Zeit und Ruhe haben, auf Nummer sicher und machen es wirklich komplett auseinander. Jetzt habe ich den kompletten Anlasserkabelbaum raus. Das geht bei denen ja relativ schön, wenn man hier den Regler und das Anlasserrelay mal ein bisschen auf die Seite tut. Und jetzt, wo das Ding auf der Werkbank liegt, können wir uns den Kabelbaum mal in Ruhe angucken. Das hier unten, das ist der gefährdete Bereich. Und den habe ich ja hier schon mal nachgewickelt. Das war auch im Frühjahr. Ich sage, das sieht alles noch relativ gut aus. Es ist nur minimal angerieben. Hier oben die Anschlüsse schauen gut aus, aber angucken bringt bei Elektrik nichts, da muss man messen. Und jetzt ist natürlich das Erste, was man versucht, ist zu machen, eine Durchgangsmessung. Wobei, durchgängig ist das auf jeden Fall. Hier auf Masse. Und auf der Plusseite, denn wäre es nicht durchgängig, würde es gar nicht funktionieren. Und deswegen viel interessanter ist jetzt hier eine Widerstandsmessung. Und zwar machen wir jetzt eben genau die. Schauen wir mal, einmal auf der Masseseite haben wir einen Widerstand von 0,4, 0,3 Ohm. Also so gut wie gar nichts letztendlich. Und auf der Plusseite, ebenso 0,4 Ohm. Das zeigt, dass das Kabel in Ordnung ist. Wir haben also keinen Kabelbruch oder irgendeine echte Schadstelle. Der Kabelbaum ist in Ordnung. Folglich ist unser Problem tatsächlich entweder der Anlasser oder das Relay. Man könnte jetzt da rumprobieren und durch Durchtauschen das testen. Aber das mache ich in dem Fall nicht. Das ist ein Alltagsroller, der muss absolut zuverlässig sein. Da will ich keine Faxen haben, deswegen kriegt der jetzt beides neu. Das heißt, setzen wir auf die Einkaufsliste, setzen wir sowohl einen Anlasser als auch ein Anlasser-Relay. Beim Zentro haben wir ja letztens gesehen, wie wichtig es ist, den Ansaugstutzen zu kontrollieren. Und wir haben jetzt hier das gleiche Spielchen. Schauen wir mal, ob man das auf der Kamera zu sehen kriegt. Ja, so sieht man es. Seht ihr da hinten? Ein fetter Riss. Aber gut, auch hier ist noch ein altes Originalteil drin. Und nach all den Jahren lohnt es sich eben auch hier mal einen neuen Ansaugstutzen zu kaufen. Aber jetzt ohne Vergaser sieht man es noch besser. Das ist komplett hinüber hier. Hier unten fängt es auch schon an. Also der hat es einfach hinter sich. Nun gut, wie gesagt, auch das ist ein altes Originalteil und da lohnt sich dann schon mal was auszutauschen. Rein von der Laufleistung her sollte der Antriebsriemen bei dem hier noch nicht fällig sein, aber kontrollieren kann man trotzdem. Und wenn wir uns den anschauen, der schaut dann noch gut aus, der ist auch von der Breite her noch okay, aber was wir hier unten sehen, wenn ich hier unten schaue, da steht das Öl unten im Variokasten. Das gefällt mir gar nicht. Das sieht irgendwie so aus, als wäre der antriebsseitige Wellendichtring gar nicht mehr schick. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall mal den Variator ausbauen. Seht ihr das, wie es da rausölt? Damit werden wir nicht mehr allzu lange gefahren. Da stehen wir kurz vorm Liegenbleiber. Dann machen wir beide Wellendichtringe neu.
Zündung und Antriebsseite. Weil wenn der hier kaputt ist, ist der auf der anderen Seite auch bald hin. Das war eine aus der Erfahrung. Das ist natürlich nicht schön. Außerdem, die sich auskennen, haben sicher gesehen, dass das Plastiklüfterrad auf dem, hier auf der Riemenscheibe fehlt, das ja eigentlich drauf gehört. Das weiß ich, dass das fehlt. Das habe ich letztes Jahr kaputt gemacht beim Einbau und habe ehrlich gesagt vergessen, es zu erneuern. Und jetzt machen wir, wenn wir schon da sitzen, machen wir mal die Variomatik auf und gucken uns die Fliegewichte an, weil vielleicht machen wir doch gleich eine große Inspektion draus. Und ja, wenn ich mir die angucke, ich meine, die sind jetzt noch so, die könnte man schon noch lassen. Man könnte mit denen noch ein Jahr fahren, aber jetzt ganz ehrlich, jetzt wo wir alles auseinander haben, ich habe keinen Bock, das zweimal zu machen, gibt es also Gewichte und Antriebsriemen auch gleich neu. Jetzt steht der Zip natürlich ordentlich gerupft da, aber das ist jetzt alles halb so dramatisch. Könnte jetzt einer denken, ja, die alte Karre, alles kaputt. Nein, ist doch alles harmlos, das ist alles gar nicht schlimm. Letztendlich eine vorgezogene große Inspektion, weil es sich jetzt halt anbietet, plus die Wellendichtringe. Und was ich auf jeden Fall mache, weil die fällig sind, sind die vorderen Bremsbeläge. Da werde ich jetzt dann nur noch den Bremssattel mal abmontieren, einfach mal um zu gucken, was da überhaupt für Bremsbeläge drin sind, was reingehört. Bevor wir das machen, muss aber der Hauptständer wieder dran. Und na gut, dann haben wir es eigentlich. Dann haben wir eigentlich jetzt so das Fahrzeug mal inspiziert. Was ich dann noch mache, bis die Ersatzteile geliefert sind, ist, ich werde den Variator ordentlich sauber machen, den hinten den Wandler schmieren, dann den Vergaser mal auseinander machen und sauber machen. Dinge, die sich jetzt halt einfach anbieten, wenn man gerade schon drüber ist, das Fahrzeug zu machen. Und nun gut, ich denke, das nächste Mal, wenn wir uns hier sehen, dann habe ich die Ersatzteile und wir bauen den Zip wieder zusammen. Jetzt habe ich gerade den Vergaser am auseinander machen und jetzt habe ich was gefunden, das habe ich so noch nie gesehen, Leute. Und zwar ist die Schwimmerachse gebrochen. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Das ist hier, da ist ein Stück von der Schwimmerachse abgebrochen. Oh, das sind jetzt fast 2 Wochen vergangen. Das ist im Video natürlich wieder Nullzeit, aber egal. Die Ersatzteile für den Zip sind mittlerweile gekommen. Da sieht es wieder nach nicht viel aus, aber naja gut, wer sich auskennt, weiß es. Das sind Teile für fast 200 Euro. Was haben wir? Wir haben Simmerringe, Membranblock, Ansaugstutzen, die Dichtungen dazu, die Sachen für den Antrieb, Anlasser, Relay, wir haben ein neues Federbein und wir haben ein neues Schwimmerkit. Eben hier komplett mit einer neuen Schwimmerachse, die es nicht einzeln gibt. Ein Kuriosium, also ich habe da mit ein paar Leuten drüber geredet, die sich mit den Delotto-Vergasern auskennen und die haben alle gesagt, sowas haben sie noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie ich das mal wieder geschafft habe, aber egal. Neuer Schwimmer, eine neue Nadel sind auch kein Fehler. Und was machen wir jetzt als erstes? Nun, ich würde sagen, wir fangen an, die Wellendichtringe zu tauschen. Das ist die wichtigste Arbeit letztendlich und die mit dem größten Demontageaufwand. Mit den Simmerringen, da habe ich euch ja mal meine Holzschraubenmethode schon mal gezeigt. Aber jetzt gucken wir mal, weil der hier auf der Antriebsseite, der ist so weit draußen, den kriegen wir vielleicht sogar so. Also, der hat sich schon so weit rausgearbeitet. Schauen wir mal, ob wir den erwischen. Ja, da haben wir ihn schon. Seht ihr, wie locker der war, weil das darf normal auf gar keinen Fall gehen, dass man den hier mit so einem Hakenwerkzeug einfach rausreißen kann. Aber gut, jetzt machen wir da drin erstmal ordentlich sauber, dann setzen wir einen neuen an. Oh, ordentlich sauber, mit dem neuen Wellendichtring sieht das doch schon gleich ganz ordentlich aus. Schon ganz was anderes. Und hier, dieses Eintreibewerkzeug ist auch hier mal wieder unerlässlich. Und jetzt machen wir auf der Zündungsseite genau das Gleiche. Ein Luxus ist es nicht, den neu zu machen. Da sieht man, so ein bisschen feuchteln tut das schon. Das ist kurz davor zu sterben. Das ist kein Fehler, den neu zu machen. Auch wenn man wahrscheinlich eine Zeit lang hätte fahren können. Aber reparieren vorher ist besser als liegen bleiben. Und mit dem Haken kommen wir hier aber nicht weiter. Den müssen wir mit der Schraube rausholen. Oh, das waren jetzt 10 Minuten Kampf. Der hat sich tapfer gewehrt. Aber am Ende doch verloren. Und der Grund, warum sich der so gewehrt hat, ist ganz einfach, dass der uralt und völlig verhärtet ist. Das ist eben genau das Problem dann. Deswegen ist er auch undicht geworden. Aber das machen wir auch da sauber, neuen rein und gut ist. Und manchmal findet man halt noch so Sachen, die einem gar nicht gefallen. Ich habe jetzt die Zündungsseite soweit fertig und jetzt habe ich das Hinterrad ausgebaut. Zum einen, weil der Hinterreifen abgefahren ist und zum anderen, weil ich das Getriebeöl wechseln will. Und jetzt habe ich gesehen, der verliert Öl hinten in die Bremstrommel. Das ist richtig, richtig schlecht. Die Bremsbeläge sind komplett kontaminiert. Der hat erstaunlicherweise noch ziemlich gut gebremst. Und es hat auch nicht getropft. Deswegen habe ich nicht gemerkt bisher. Aber da ist die Getriebeabdichtung hinüber. Das ist ganz schlecht. Und da ist ja hier in der Getriebeausgangswelle ist ja auch ein Simmerring. Und der ist wohl kaputt. Das ist nicht gut. Das sind so die Sachen, die man einfach nicht finden will. Das ist nicht schön. Schade.
Die Gefahr bei sowas ist jetzt natürlich die, dass das Getriebe trocken gelaufen sein könnte. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir das Getriebe ausbauen und mal gucken, ob das in Ordnung ist. Weil, ich meine, gut, raus muss es so oder so, weil wir an diesen Dichtungsring sonst nicht rankommen. Hilft nichts. So arg viel Öl ist da jetzt nicht mehr rausgekommen. Das gefällt mir irgendwie nicht. Das ist, ja, das ist wahrscheinlich schon länger so. Und die Ölmenge war immer so gering, dass man keinen direkten Ölverlust festgestellt hat. Aber ja, es ist jetzt ein gutes Jahr her, dass ich einen Ölwechsel gemacht habe und übers Jahr verteilt. Hat sich halt schleichend, dass da der Ölinhalt von dem Getriebe verabschiedet. Das heißt, wenn es dumm läuft, sehen wir uns jetzt gleich einen Getriebeschaden an. Wobei der Roller ja an sich noch gut gefahren ist. Aber das ist die Geschichte. Weiß ich, erinnert euch an das Video mit der heulenden Sphäre? Das ist genau das. Genau so passiert sowas. Und genau deswegen ist es wichtig, dass man routinemäßig über die Roller drüber guckt. Auch wenn sie auf den ersten Blick ja schön fahren und gut laufen. Das ist nämlich genau das Problem. Irgendwann tun sie es nämlich dann plötzlich nicht mehr. Und naja, und dann hat man ein Problem am Hals. Abrieb scheint keiner drin zu sein. In diesem Falle könnten wir Glück gehabt haben. Aber das müssen wir jetzt erstmal alles ordentlich sauber machen, dass wir sehen, ob es wirklich so ist oder ob das jetzt nur frommes Wunschdenken ist. Und da haben wir schon unser Problem. Seht ihr das? Da fehlt richtig ein Stück von dem Wellendichtring. An der inneren Dichtlippe. Da hat es ein Stück rausgerissen. Und man sieht auch, dass der Wellendichtring schief drin ist. Der hat sich irgendwie rausgearbeitet oder er ist nicht gescheit gesetzt. Eins von beiden. Auf jeden Fall ist da irgendwas schief gegangen. Wir jetzt gucken, dass wir den da rauskriegen. Möglichst ohne das Radlager auszubauen, weil das ist noch völlig in Ordnung. Das würde ich gerne erhalten. Und na gut, schauen wir einfach mal, ob wir das hinkriegen. Na, schauen wir mal. Den rausgezogen kriegen hier mit so einem Haken. Ja, da haben wir doch schon. Schauen wir mal. Ja, sauber. Ja, hier seht ihr das, den hat es richtig zerkaut. Der ist völlig kaputt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich einen solchen Wellendichtring da habe. Weil wenn nein, dann ist jetzt hier an der Stelle erstmal Baustopp. Nun gut, es geht eben doch nichts über einen gut sortierten Ersatzteilfundus. Und scheinbar ist ein solcher Wellendichtring, das ist ein 3047-6, auch irgendwo bei Peugeot verwendet. Denn der stammt aus einem angebrochenen Peugeot-Simmering-Satz. Der SV50 Vivacity Speedfight, diese alte Motorgeneration eben. Interessant, wusste ich auch nicht. Aber so, der ist jetzt auf jeden Fall sauber gesetzt. Da seht ihr das, der ist überall rundum gleichmäßig drin. Da sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Dann können wir das Getriebe ordentlich sauber machen und wieder einbauen. Ich habe das Getriebe jetzt mal ordentlich sauber gemacht. Das ist also innen drin, das sieht aus wie neu. Es hat ein bisschen Dichtpaste gekriegt und jetzt können wir es eigentlich wieder einsetzen. Das Einzige, genau, die Distanzscheiben sind drauf. Das ist immer wichtig, dass man das nochmal prüft, dass man die auch ja nicht vergisst, weil sonst kriegt man Probleme. Und dann können wir das Getriebe jetzt einsetzen und den Deckel wieder verschrauben. Und dann ist das hoffentlich auch erledigt. Und wie gesagt, wir haben da Glück gehabt. Das Getriebe hat das unbeschadet überstanden. Es ist nichts passiert. Das hätte auch anders ausgehen können. Mal abgesehen davon, dass Öl hinten in der Bremse natürlich richtig schlecht ist. Aber gut, das zeigt letztendlich vor allen Dingen mal wieder den Wert von regelmäßiger Wartung und Routinekontrollen. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, weil mir die Zeit davon gelaufen ist. Ihr seht, ich habe an dem Zip noch ein bisschen weiter gemacht, habe den Antrieb komplettiert, hinten ist ein neues Federbein drin, Vergaser ist wieder drin, all diese Sachen. Das Getriebe scheint bisher dicht zu halten. Es ist ein provisorisches Hinterrad drin, um den Roller beweglich zu halten, weil den Reifen, den hat mein Reifenhändler erstmal bestellen müssen. Das kann tatsächlich 14 Tage bis 3 Wochen dauern im Moment, weil gut, die haben jetzt auch viel zu tun mit Winterreifen und so und ist ja auch alles nicht so dramatisch. Deswegen tut es jetzt vorläufig mal das Fera-Hinterrad. Deswegen, wir lassen auch jetzt auf jeden Fall den Auspuff noch weg. Jetzt egal. Gut, nächster Schritt ist, wir bauen einen neuen Anlasser ein und naja, im Prinzip können wir den Roller dann eigentlich wieder so weit zusammenbauen, weil dann sind wir eigentlich fertig. So, den alten Anlasser und das alte Anlasser-Relay sind jetzt getauscht. Gut, den Anlasser hatten wir ja schon ausgebaut. Hier ist auch wieder alles zusammen.
Masseanschlüsse sind wieder sauber dran. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal, ob das funktioniert, was wir da gemacht haben. Der hat jetzt natürlich, da der Vergaser auseinander war, keinen Sprit drin. Deswegen geben wir ihm zur Hilfe ein bisschen Stadthilfemittel. Und wenn er anspringt, stellen wir ihn sofort wieder ab, weil es ist kein Auspuff dran. Nachdem der jetzt gerade doch ziemlich stark geräuchert hat, was vermutlich daran liegt, dass, das habt ihr auf der Kamera nicht gesehen, weil ich das nicht gefilmt habe, ich die Gewinde für den Ansaugstutzen oben nachgeschnitten habe und dabei halt mit Schneidöl gearbeitet habe. Das ist natürlich wieder ausgegangen. Da ist wahrscheinlich Schneidöl in den Motor gelaufen und dass er das mal verdauen kann, habe ich jetzt doch einmal den Auspuff montiert, was ich eigentlich nicht machen wollte. Nein, diese zwei Gewinde hier. Man hat das ja bei den Demontagebildern gesehen, da waren so Imbusschrauben mit untergelegten Muttern drin. Das hatte ich gemacht, weil bei diesem Roller war schon noch vom Vorbesitzer eines dieser Gewinde vermackt und das andere auch nicht mehr in Ordnung. Jetzt sehen wir die originalen Schrauben drin, die reingehören, weil das ist was, was ich in Stand gesetzt habe, habe jetzt die Gewinde nachgeschnitten. Jetzt passen wieder vernünftige Schrauben, die da auch hingehören. Und jetzt lassen wir einfach nur noch mal ein bisschen laufen, dass er dieses Öl, was er wohl trotz aller Vorsicht gekriegt hat, erstmal schlucken kann, beziehungsweise verdauen kann. Nach ungefähr 10 Minuten im Leerlauf hat er sich jetzt endgültig ausgekotzt und ausgeräuchert. Also eine Gedankennotiz für die Zukunft an mich und alle anderen, wenn man sowas macht, sollte man kein Malerband nehmen, um den Einlass abzukleben, weil das offenbar das Schneidöl durchlässt. Aber gut, man lernt eben nie aus. Damit ist der Roller jetzt eigentlich soweit fertig und wieder beieinander. Das passt jetzt alles wieder. Der kann, sobald wir den neuen Hinterreifen haben, in die neue Saison starten. Gut, der Hinterreifen, das ist jetzt nichts Spektakuläres, da machen wir kein Video mehr drüber, sondern wir beenden das Video jetzt an dieser Stelle. Und was ist jetzt eigentlich der Punkt von dem Ganzen? Worum ging es jetzt hier? Die ganze Aktion hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass man die Fahrzeuge regelmäßig durchsieht. Ich sage mal, mindestens einmal im Jahr. Weil wir haben gesehen, die Simmerringe, das war eine Entdeckung, hinten das mit dem Getriebe war eine Entdeckung, da haben wir Glück gehabt, dass da nichts weiter passiert ist, dass das problemlos abgegangen ist, neue Bremsbeläge liegen schon hier, fehlt nur noch der neue Hinterreifen, bis dahin, dass der Roller beweglich ist, ist jetzt halt eben mal das Sphära-Hinterrad dran, dass der ein oder andere vielleicht erkennt aus der ZIP mit Sphära-Motor-Schlachtung vor einiger Zeit. Das hintere Federbein ist jetzt neu. Wie gesagt, das war ja bekannt, dass das fällig ist. Da habe ich jetzt genau wie vorne diese ABE-Federbeine von YSS drin. Das hat sich sehr bewährt. Das ist ein Produkt, was ich persönlich jetzt gut finde, auch wenn ich von denen kein Geld kriege, dass ich das jetzt hier sage. Der Roller sollte damit eigentlich für das nächste Jahr fit sein. Der 2021 dann hoffentlich ein Jahr ohne die Probleme und Beschränkungen von 2020. Und nun gut. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!